Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ich habe eingekauft und was uns in diesem Päckchen erwartet, das erfahren wir jetzt. So, ja, da haben wir es, das gute Stück. Ich habe eingekauft beim lieben Joshua aus unserer WhatsApp-Gruppe. Der hat das Angebot gemacht innerhalb der Gruppe und da musste ich natürlich zuschlagen, nachdem ich da ein paar Bilder gesehen habe. Das heißt, der Ordner ist mir komplett bekannt. Ich weiß, was hier drin ist. Das meiste wird auch Nirmint sein, hoffe ich zumindest. Es ist ja immer so, dass manche Leute Dinge für Nirmint halten, die einfach nicht mehr Nirmint sind. Die Gefahr besteht natürlich immer, aber was ich auf den Bildern gesehen habe, ist das meiste doch tatsächlich in einem relativ guten Zustand. Was habe ich bezahlt? In etwa 190 Euro, wenn man das Porto mit dazu rechnet. Und ja, wir holen den Ordner mal hier raus. Der ist natürlich inklusive, sehr, sehr schön, der Kaiba-Ordner. Der schönste Ordner dieser Reihe ist ehrlich gesagt sogar der 20th Anniversary Ordner, da habe ich leider keinen, aber auch der Dark Side of Dimension Ordner ist ganz cool, den hier finde ich jetzt eher so semi-toll vom Look her, ist aber ein schöner Ordner zum Sammeln, muss man ganz ehrlich sagen, also wer einen schönen Ordner für seine Yu-Gi-Oh! Karten möchte, schlagt bei diesen Ordnern zu, die sind sportbillig, ihr kriegt natürlich nicht so viel Karten rein wie bei den Ultra Pro Ordnern, aber wenn ihr so eine kleine, gut sortierte Collection habt aus ausgewählten Stücken, ist das hier wirklich eine gute Option. Oder ihr habt ganz viele von den Ordnern. Ich habe auch mal einen gesehen, der hatte so eine ganze Bücherreihe voll mit diesen Ordnern. Das sieht natürlich auch episch aus. So, und jetzt wollen wir mal, ohne lang um den heißen Brei herumzureden, gucken, was uns darin erwartet, nicht wahr? Also, starten wir. Und auf der ersten Seite haben wir schon tatsächlich ein paar unglaublich schöne Stücke. Wir, ja, wir genießen das Ganze, würde ich sagen. Wir gehen hier mal ganz langsam durch. Diese Karte hier, Gearfried the Iron Knight, ist eine First aus Pharaoh's Servant. Und wer jetzt denkt, dass das eine Billo Super Rare ist, der hat sich tatsächlich getäuscht. Denn für so eine alte Super Rare ist diese Karte doch noch relativ wertig, würde ich sagen. Die kostet nämlich, wenn sie Nirmint ist und First Edition, so um die 6 bis 7 Euro. An und für sich hat sie tatsächlich noch einen recht guten Zustand. Sie ist von der Oberfläche her jetzt nicht mehr so prickelnd. Ich glaube, hier oben auch so eine Art indirekten Knick zu sehen. Also es ist wie so eine Art Welle, die hier drin ist. Die ist dementsprechend nicht mehr Nirmint. Schade, schade. Aber wäre sie Nirmint, wäre das auf jeden Fall eine relativ wertvolle Super Rare an der Stelle. Also die Karte schon mal nicht hundertprozentig Nirmint, aber dennoch für dieses Alter in einem guten Zustand. Das ist zum Beispiel so eine Karte, die bekommt man auch tonnenweise als unlimitierte Variante in schlechtesten Zuständen. Dann haben wir hier oben auch ein sehr, sehr schönes Stück. Das ist der Harmon, Herr des tosenden Donners. Das sehe ich hier schon durch die Hülle. Der hat hier oben Clan Ditch und da einen Clan Ditch. Das ist aber auch minimal. Laut Market-Definition gilt der also noch als Nirmint. Wird wahrscheinlich meine private Sammlung wandern. Für die offizielle ist er leider schon etwas zu stark angeditcht. Aber es sind immer noch 20 Euro wert, die diese Karte in etwa hat. Die Ultra-Rare-Varianten der Heiligen Ungeheuer gehen tatsächlich relativ, also ähnlich viel. Wobei, wenn ich mich nicht täusche, dann war Harmon, glaube ich, der billigste. Nee, ich glaube, der kostete sogar nur 11 oder 12 Euro in Ultra-Rare. Aber dennoch ein sehr, sehr schönes Stück. Also für meine Privatsammlung auf jeden Fall ausreichend. Wirklich, wirklich toll. Freut mich, dass der mit dabei ist. So, dann möchte ich mir doch gleich mal die beiden Dark Magicians angucken. Also speziell auf der ersten Seite haben wir recht viel, das ich mir anschauen möchte. Und dann gucken wir mal. Alter Falter, Leute, schaut euch das an. Diese Karte ist zwar nicht First, aber guckt mal, die ist nicht nur near Mint, die ist einfach Mint. Ja, die ist einfach Mint, diese Karte. Wie frisch aus dem Booster gezogen. Und Deutsch, nicht Englisch, das kommt noch dazu, ne? Es hat auch tatsächlich eine ganz alte, also keine aus dem Reprint-Set. Das erkennt man daran, dass hier unten G steht statt DE. Früher stand das G dafür German.
Sehr cool. Also das ist wirklich noch eine alte. Die hat jemand sehr, sehr pfleglich behandelt und das wollen wir hier in dieser Sammlung natürlich auch so fortsetzen. Der andere Magier sieht jetzt gerade nicht so prickelnd aus durch die Hülle. Und ja, ist er auch nicht. Das ist tatsächlich mein Lieblings-Dark Magician, also vom Artwork her und auch in der Rarity. Der ist nämlich Secret Rare, der BPT. Nicht zu verwechseln mit dem anderen BPT-Magier, der wesentlich teurer ist. Der hier kostet nicht besonders viel und der ist halt leider schon richtig ramponiert. Ist bei denen aber meistens der Fall. Ich hatte jetzt in meiner 7-jährigen Laufbahn ungefähr 30 Stück von denen in den Händen. Niemand waren davon etwa 8 Stück. Dann haben wir das Schwert der Finsterin Riten aus FOTB. Ein schönes altes GX-Set. Mega cool, die Karte sieht auch wirklich top aus. Ich dachte eigentlich, dass ich auf dem Bild eine Beschädigung gesehen habe irgendwo am Eck, aber da ist keine. Muss wohl irgendeine doofe Reflexion gewesen sein, aber mega schön. Schaut euch das Artwork an, Leute. Die Karte geht nicht viel, so 1-2 Euro in etwa, aber ist auf jeden Fall eine Karte, die in einer gut sortierten GX-Sammlung zumindest auch als Erstauflage nicht fehlen darf. Aber merkt euch, Leute, Erstauflagen sind nicht wichtig. Sind sie nicht. Sind sie einfach nicht. Es ist schön, wenn man eine hat, aber sind sie nicht. Dieser Zwerg hier, der ist ganz besonders interessant. Das ist jetzt eine Karte, wo ich persönlich eigentlich fast schon gesagt hätte, jo, das ist halt so eine 2 Cent 5D Super Rare, aber nein. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber die hat aktuell einen Wert von so 6-7 Euro das Stück in Niemand First. Haben wir hier gleich 2 Stück. Vielleicht liegt es an der Master Rule, ich habe keine Ahnung, vielleicht lässt sie sich aber auch im Allgemeinen gut spielen. Auf jeden Fall war ich relativ überrascht. Den Captain Gold überspringen wir mal, da sehe ich eh schon, dass er im Arsch ist. Und dann haben wir hier den antiken Feendrachen, der ist aus dem Originalset, Ancient Prophecy, in First. Und okay, der hat hier oben ein bisschen Silvering, aber sonst hier unten noch dezent. Aber sonst auch in einem einwandfreien Zustand. Mega schön, mega schön. Bei weißen Hüllen, Leute, wenn ihr Angebote bekommt von Karten, die in weißen Hüllen sind, kleiner Tipp von mir oder auch in so silbernen Hüllen, durch diese weißen Hüllen lassen sich Beschädigungen leicht kaschieren, zumindest auf den ersten Blick. Auch leichtere Beschädigungen, die eine Karte von Niemand jetzt zum Beispiel zu gut oder excellent machen würden. Dementsprechend, wenn euch jemand Fotos mit Karten in solchen Hüllen schickt, lasst euch die mal ausgehüllt zeigen. Okay, dann schauen wir doch glatt mal weiter. Hier ist es natürlich wieder ein bisschen schwer, weil es spiegelt, aber was soll's. Haben wir hier irgendwas Nennenswertes? 2 Sachen, eigentlich 3. Den will ich jetzt nicht unbedingt rausholen, aber die beiden möchte ich mir anschauen. Wir haben hier einmal einen Hinokago Tsuchi, hier wird es wieder oldschool. Der geht, wenn er niemand ist, tatsächlich ein paar Euro. Der hat... Nee, der ist im Arsch. Der ist durchgedönert, okay. Und dann haben wir hier unten den Sprengstoff Drachenschwinge. Den habe ich ursprünglich tatsächlich hier an der Stelle für eine Rare gehalten, nicht für eine Ultra Rare, als ich die auf den Bildern gesehen habe. Aber nice, dass es doch die Ultra geworden ist. Sehr, sehr cool. Und der ist auch in einem wirklich hervorragenden Zustand. Sehr schön, sehr schön. Ein schöner alter 5Ds Klassiker und natürlich ein Muss für jeden Drachensammler. Dann haben wir noch einen ramponierten Cybernova-Drache, eine Kamen Elemental Burst Tinnitrix aus ihrem Original-Set. Und da drüben geht's weiter. Okay, hier haben wir eine Karte, die müssen wir uns mal anschauen. Das ist der schweigsame Schwertkämpfer Level 5 aus Dark Revelation 3. Sehr guter Zustand. Auch hervorragender Zustand eigentlich. Mega cool. Mega nice, okay. Dann will ich mir angucken diesen Collision hier. Das ist Elementarheld Phoenix Enforcer. Wir haben wieder so eine silberne Hülle. Da könnte man jetzt theoretisch wieder einiges kaschieren. Aber nein, die Karte ist wirklich wie frisch aus dem Booster als Erstauflage. Tatsächlich in Ultra Rare jetzt nicht so teuer. Der geht schon ein paar Euro, aber er ist wirklich erschwinglich. Er ist wirklich erschwinglich. Zweimal eheiliger Notruf, auch eine Kamen, die gerade ein bisschen was geht. Hier der dunkle Magier-Ritter, auch mal kurz im Zustand gucken. Ihr werdet euch jetzt denken, yo, eine Legendary Collection Yugi's World Kamen kostet nicht viel, aber diese kleine schnieke Kamen hier, die kostet tatsächlich 5 Euro. Ja, also das ist nicht zu verachten, was diese Karte Geld kostet. Weiter geht's mit der nächsten Seite. So, was haben wir jetzt hier? Knights and Sorcerer will ich mir mal anschauen. Das Crossroad of Chaos, okay. Wäre der First, würde er so um die 3 Euro gehen. Unlimitiert an der Stelle geht da kaum was. Ich glaube, 1 Euro 1,50 vielleicht, okay. Dann haben wir hier Legend of Heart. Gucken wir uns auch mal an. First Edition.
Der ist hier leider schon, also der hat hier ein bisschen härteres Silvering. Hier oben auch, der ist leider für meine Sammlung jetzt an der Stelle nicht mehr zu gebrauchen. Schade drum, aber die ist mittlerweile richtig billig. Also die kriegst du hinterhergeschmissen, ne, seit den Reprints. Also furchtbar. Diese ganzen legendären Drachenkarten, ja, die Zauberkarten, die waren alle so teuer, aber ey, mittlerweile nicht wirklich. Der ist auch krass, Blackwing Breeze the Zephyr, geht als Common auch ungefähr, ja, 5-6 Euro. Warum? Kein Mensch weiß es. Vermutlich auch wegen der Master Rule. Ich schiebe einfach mal alles auf die Master Rule, wenn ich keine Ahnung habe. gut, dann Ehren, Lightswarm Monk. Secret Rare aus LODT. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, die ist halt oben ein bisschen dreckig. Also es ist ein bisschen Dreck auf der Oberfläche, das kann man aber leicht reinigen. Also das hat nichts mit einer Beschädigung zu tun. Auch hier, da hat wahrscheinlich wieder irgendjemand zu viel gepopelt oder so, ich weiß es nicht. Aber das ist echt cool. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Der geht auch ungefähr 4 Euro unlimitiert. Dann haben wir hier nochmal einen Harmon. Mal schauen, da steht Limited Edition. Das heißt, der wird wahrscheinlich aus der Legendary Collection 2 kommen. Okay, na, das ist eine Ami. Das merkt man am Finish. Das merkst also bei der Ami, das merkst du sofort. Die sind richtig hell. Hell und matt. Ja, okay. Ami. Ganz gut soweit. Ich bin aber kein Ami-Fan, das wisst ihr ja. Totem Dragon, auch mal kurz angucken. Aus Crimson Crisis, sehr, sehr cool. Mega nice. Dann haben wir hier noch so ein paar schöne Sachen, die werde ich jetzt aber nicht rausholen, wie zum Beispiel Nummer 17, Leviathan-Drache. Ra ist auch ganz cool. Gishgi, Zilgigas ist auch eine Karte, die so um die 3 Euro geht. Windsturm von Itaquan, Prismatic Secret ist auch mega cool, aber die ist schon beschädigt, das sehe ich hier unten. Dann, was haben wir hier noch? Hier haben wir jetzt mal kurz 2 Karten, die ich mir angucken möchte. Oben übrigens in Rare einer für einen, momentan auch recht teuer. Hier haben wir jetzt Tiras, Hüter der Schöpfung, auch in einem ausgezeichneten Zustand. Also ich muss sagen, die Sammlung ist sehr, sehr gepflegt, sehr gepflegt. Und hier unten haben wir noch ein Kristallungeheuer Saphir Pegasus, auch in einem ausgezeichneten Zustand. Wahnsinn. Nicht first, aber trotzdem super Zustand. Geht ein paar Euro. Nicht sonderlich viel, aber doch ein bisschen was. Hier haben wir jetzt einen Sangar des Donners. Den muss ich nicht unbedingt rausholen. Die Kamen hier unten ist noch relativ teuer. Das ist der 6. Sinn. Das ist die teuerste Kamen aus der Legendary Collection Joey's World und auch die beliebteste Karte aus dem Set gewesen. Die war sehr gesucht und ging damals um die 30 Euro. Jetzt geht es hier noch um die 7. Ist nicht mehr spielbar, ist halt ein reines Sammlerobjekt und hat halt noch nie einen Reprint. Dementsprechend ist diese Kamen ähnlich wie zum Beispiel der Wichtraum extrem selten. Ne? Wobei die jetzt preislich meilenweit auseinander liegen. Der Wichtraum, der geht da unglaublich viel. So, dann schauen wir mal weiter. Oben haben wir einen legendären 6 Samurai Shien aus dem Originalset. Storm of Ragnarök. Auch in einem guten Zustand. In First, das ist sehr, sehr schön. Das freut mich. Dann haben wir Pfau geht vielleicht noch 2 Euro elemental in Neos Knight als Ultra Rare aus Extreme Victories, aber ziemlich ramponiert. Ich glaube, der Cyberdrache ist oben auch ein bisschen im Eimer. Da. Dann haben wir hier noch ein Elemental Darkbright. Da lässt sich, lohnt sich vielleicht noch einen Blick drauf zu werfen. Nee, der ist auch nicht mehr Nierman. Seht ihr das? Hier. Das ist halt schon lightly played, würde ich sagen. Also bei Knicken bin ich sehr empfindlich. Sobald da ein Knick drin ist, ist da nichts mehr mit Excellent oder gut, und wenn er noch so klein ist. Geht aber auch wirklich, wenn er First und absolut niemand ist aus Tactical Evolution in Ultra Rare, nix. Die Ulti dagegen ist schon wieder relativ teuer. Ich glaube 50 Euro. Dann, so, das ist jetzt der Eyecatcher gewesen hier. Also sozusagen der krasse Hauptteil der Sammlung. Da haben wir jetzt ein paar Ultimate Rares. Himmelsplage in Windshield. Nordischer Elf Mara, Lebenskraftharmonisierer, zweimal den Zerstörersaurier und hier so das absolute Highlight. Ich halte es mal kurz ein bisschen hin, damit man das besser sieht. Ich will jetzt nicht hier jede Karte rausholen. Den Zustand überprüfe ich dann später, aber bei Elemental Flareneur sieht man schon, dass er im Eimer ist. Aber hier Elemental Blade Edge, wirklich sehr, sehr cool. Sehr cool. Also vom Zustand her auch passabel, sage ich mal. Es ist nicht in Perfect Mint oder so. Er hat hier oben, von der Oberfläche ist halt auch ein bisschen verdreckt. Einfach durchs Anfassen. Da muss man halt auch mal kurz drüber, ne, ein bisschen reinigen. Aber sonst wirklich in einem sehr, sehr passablen Zustand. Geht so um die 25 Euro in etwa unlimitiert, wenn mich nicht alles täuscht.
wenn ich mich jetzt nicht verraten habe. Und dementsprechend natürlich die teuerste Einzelkarte hier aus dem Ordner. Denn ja, es geht hier keine Karte mehr als 25 Euro. Aber auch, wie gesagt, Nordische Elfmara, sehr cool. In Windshield ist natürlich auch eine extrem coole Karte. Elemental Aufrichtiger Neos geht tatsächlich auch einiges aus Duelist Saga, so um die 5 Euro. Hier unten haben wir noch was Cooles, Elemental Donnergigant aus The Lost Millennium. Unlimitiert ist auch noch den ein oder anderen Euro wert. Haben wir, glaube ich, auch mal gezogen aus der Lost Millennium Special Edition, wenn ich alles täuscht. Sehr coole Karte. Dann haben wir noch ein Elemental Electrum. Das ist auch eine sehr coole Karte. Nochmal einen Phoenix Enforcer aus dem Duelist Pack in Rare. Unten dann aus dem, sieht man jetzt hier gerade nicht, hier aus dem Original Booster. Elementar hält Blade Edge. Sehr cool aus Elemental Energy in Super Rare. Das ist tatsächlich noch eine, die vielleicht von dem einen oder anderen Sammler ein bisschen gesucht wird, abgesehen von der Ultimate Rare. Die Ultra Rare ist ein Starter Deck, die wird eigentlich eher weniger gesucht, ist jetzt nicht so wirklich begehrt. Da oben haben wir sie auch. Eben aufgrund ihrer Häufigkeit. Und haben wir noch ein Necroshade, das ist ganz cool. Hier ist ein bisschen moderneres Zeug. Die Cosmoneos. Cosmoneos ist eine sehr interessante neue Heldenkarte. Finde ich mega cool vom Design her auch. Grand Merge ist mega cool. Ja, ob es jetzt den Nova Master nochmal als Reprint gebraucht hätte, sei mal dahingestellt. Woodsman, okay. So ein bisschen Premium Pack 2 Stuff. Und ja, hier wären wir dann auch schon am Ende des Ganzen. Haben jetzt hier noch Donnergigant. Okay, zweimal aus dem Duelist Pack. Ja. So, wir sind jetzt an der Stelle wahrscheinlich am Ende der Sammlung. Hier hinten drin wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Genau. Ja, das war's im Endeffekt. Das war die Sammlung. 190 Euro hat es nämlich gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, es war ein gerechtfertigter Preis. Minus werde ich wahrscheinlich nicht gemacht haben. Wenn, dann ein bisschen Plus. Mal schauen. Ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet. Ich gucke vielleicht später nochmal nach und rechne das nochmal durch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu einem hoffentlich bald folgenden richtig, richtig kranken Opening. Ich habe tatsächlich eine Sammlung am Start, die im fünfstelligen Bereich liegt. Die Verhandlungen neigen sich dem Ende zu und es sieht sehr, sehr positiv aus, dass wir uns da einig werden. Die kommt womöglich noch diese Woche, aber ich merke halt gerade, dass ich ein bisschen anfange zu kränkeln. Meine Mandeln tun weh und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass ich was im Rachen habe. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu einem weiteren Binder-Opening, zu einem weiteren Sammlungs-Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.